Oh, klasse. Das sind unsere Auberginen-Männer und der hätte uns fast erwischt. Oh je. Oh je, oh je. Ich glaube, mit einem Treffer... Ja komm, wir nehmen den Kumpel hier auch nochmal mit. Ich glaube, mit einem Treffer von denen sind wir direkt hinüber. Und nochmal exakt derselbe Raum. Das war knapp. Und solche Räume, die ja quasi so sind wie die mit den Nasen da, sind jetzt echt so Räume, auf die ich gut verzichten kann. Oh je. Klar, auf die Auberginenmänner kann ich auch verzichten. Und da ist eine heiße Quelle. Genau zur richtigen Zeit. Besser hätte man sie in einem Drehbuch nicht schreiben können. Fantastisch. Oh yeah. Gut, dass wir die gefunden haben. Ich glaube... Also, diese Klingen ziehen, glaube ich, mehr ab, als so ein, wenn man diese Schlangen mehr berührt. Aber ich will es auch gar nicht rausfinden. Das sind noch mehr Nicht-Gumbas, die allerdings ein bisschen weniger einstecken. Na gut, oh je. Die stecken wieder mehr ein, ja. Lebensenergie ist voll, dann... Nee, von dir kaufe ich nichts. Hier geht's nur runter. Da geht's nicht durch. Dann hoffe ich, dass wir durch diesen Dungeon vielleicht genauso schnell durchkommen wie durch den ersten. Das ging ja eigentlich relativ fix. Und da ist schon mal die Karte, die uns nichts nützt. Sei denn, wir würden halt Stift und Fackel kaufen. Erst dann ist die Karte wirklich nützlich. Hatte ich aber vor dem ersten Dungeon auch schon gesagt, oder? Ja, da geht's nicht weiter. Soll mir auch recht sein, denn da muss ich auch nicht in diesem Raum bleiben. Mit den verdammten Auberginenmännern. Und, ah ja, okay, hier ist das Krankenhaus. Das ist auch schon mal ganz gut zu wissen. So, ein Raum. Aber wir sind jetzt nicht auf dem gleichen Weg wie gerade eben, oder? Nee. Wir waren nämlich noch nicht hier unten. Oh je. Ja gut, okay. Wenn die uns jetzt treffen würden, wäre nicht ganz so schlimm. Das Krankenhaus ist ja nicht so weit weg. Okay, jetzt sind ja auch wieder zwei von diesen Räumen. Drehen wir jetzt wieder die Runde, wo wir gleich zum... Ja, das sieht echt so aus, als ob wir jetzt wieder die Runde drehen, wo wir gleich zu der heißen Quelle kommen. Hm. Ja. Die dürfte jetzt hier dort sein. Ja. Ja, da sind wir doch mal richtig schön im Kreis gegangen. Aber passiert. Ja, genau, da könnten wir jetzt Fackel und Stift kaufen. Ja, ich lasse das. Ich lasse das mal. Oh je. Nee. Ah, wie kommen wir an den vorbei? Schon scheiße, dass der in der Lava ist. Na gut. Habe ich jetzt keine andere Gelegenheit gesehen. Weil jetzt ist das Krankenhaus ja doch schon wieder eine ganze Ecke weg hier.
Da möchte ich jetzt eigentlich nicht von der Aubergine getroffen werden. Wäre irgendwie jetzt extrem uncool. Würde auch extrem viel Zeit kosten. Komm, wir gehen mal rechts weiter. Da ist noch ein Krankenhaus, okay. Das ist, oder ist das das gleiche Krankenhaus, das wir vorhin hatten? Irgendwie habe ich doch so das Gefühl. Sehr verwirrend. Okay, dann gehen wir doch mal hier runter. Okay, also in dem Raum hier waren wir noch nicht, ne? Ja, von denen gibt es irgendwie gefühlt 100 Räume. Von diesen hier. Ja, ich glaube, das könnte an dieser Stelle noch ein bisschen länger dauern, bis wir das Ende des Dungeons hier erreicht haben. Auch wenn ich vorhin auch gesagt habe, es ist der, den ich am häufigsten gespielt habe, aber das ist auch Ewigkeiten her. Muss ich sagen. Oh je. Nein! Scheiße! Ach so, das ist... Den Raum hatten wir vorhin schon mal von der anderen Seite gesehen, ne? Oh, kacke. Ja gut, egal. Wir hatten eh schon die Aubergine auf dem Kopf. Von daher ist das egal. Ach, scheiße. Und wir sind schon beim Bossraum. Ja, das ist jetzt extrem kacke. Wir haben nur noch einen von unseren Helfern. Der ist jetzt auch tot. Und ja. Müssten wir uns jetzt sterben lassen, aber da habe ich jetzt, da spulen wir jetzt echt zurück. Ich wusste jetzt nicht, dass hier der Bossraum ist. Und suchen das Krankenhaus auf. Hat jetzt echt keinen Peil, dass da der Boss schon ist. Und ja, wir hätten uns da jetzt, sterben lassen müssen. Und das ganze Level wieder hätten von vorne anfangen müssen. Das lasse ich jetzt mal da echt sein. Also ich habe ja jetzt auch nur zurückgespult, dass wir aus dem Bossraum raus sind. Aus dem können wir nicht wieder rausgehen. Entweder müssen wir ihn besiegen oder er besiegt uns. Und ich denke, da ist es angemessen, dass wir diese Zurückspulfunktion nutzen. So, Krankenhaus war doch jetzt hier irgendwo eigentlich schon in der Nähe gewesen, oder? Ich glaube jetzt hier nach rechts, ich glaube wir hätten da vorhin auch die Leiter einfach hochgehen können. Ja, perfekt. Sehr schön. So, der Fluch ist von uns genommen. Und dann nehmen wir einen neuen Anlauf. Wir müssen auch ein bisschen auf unsere Lebensenergie achten. Also der Boss, den ihr gesehen habt, das ist übrigens die Hydra. Und ja, heißt tatsächlich Hydra, auch wenn es nur einen Kopf hat. Und den müssen wir ja auch noch besiegen. Der ist nicht so sonderlich schwer. Also hat jetzt nicht irgendwie ein super komplexes Angriffsmuster. Aber klar, mit so ein paar Fehltritten kann man da in diese Lavabecken fallen. Und bei dem sterben will ich nicht, dann müssen wir das Level wieder von vorne machen. Wir kaufen jetzt mal keinen Wein oder sowas. Wir haben ja noch die Pulle sonst. Die hoffentlich den Zweck erfüllt, von dem ich es, für den ich sie immer noch halte. Klingt ja auch voll bescheuert. Ja, okay, das war der Bossraum. So. Macht auch ein sehr lustiges Geräusch, wenn wir die Hydra abschießen. Machen auch nur 3 Schaden. Also wir hätten eigentlich jetzt hier mehr Power haben sollen. Das wird jetzt diesen Bosskampf natürlich extrem in die Länge ziehen. Denn ihr seht da unten die Hitpoints von ihm, das waren 200. Aber man kann das eigentlich ganz gut hinkriegen. Ja, wie ich schon vorhin gesagt habe, das Angriffsmuster ist jetzt nicht so super perplex, frustrierend oder sonst was.
könnt ihr euch dann auch noch diesen schönen Schrei 100 vom Malen anhören oder ihr könnt einfach vorspulen. Ich hoffe jetzt einfach mal darauf, dass ich nicht noch bei diesem Ding abkacke. Das ist eher so ein Geduldstest, bei dem wir uns eigentlich nur selbst besiegen können. Und sonst kann ich da eigentlich auch nicht viel zu sagen. Oh, scheiße. Oh Gott, ey. Naja, also wenn ich das jetzt noch versaue, dann... Ja, das wäre schon echt uncool. Nee, ja, ich leg's noch ein bisschen echt gerade darauf an. Gehen wir doch lieber mit etwas mehr Geduld daran, bevor das jetzt echt noch in die Klöten geht. Eine sehr abwechslungsreiche Bossmusik, oder? 22 sind es noch. Wir sind auf der Zielgeraden. So, 3 Treffer noch. Die kriegen wir auch noch hin. Und da haben wir es. Sehr schön. Die Geduld hat sich ausgezahlt, ne? Und das ist jetzt keine heiße Quelle geworden, auch wenn es so aussieht. Gut, dass das nicht unser letzter Treffer war, sonst hätten wir uns jetzt gerade wahrscheinlich ziemlich heftig in den Allerwertesten gebissen. Vor Ärger. Und ja, wir sind wieder in vertikal scrollenden Level und in der dritten Welt und diese heiße Quelle ist absolut das Richtige, was wir jetzt brauchen. Die hat man sehr, sehr gut da platziert. Ja, wir haben wieder vertikal scrollende Level in Welt Nummer 3. Jetzt sind wir ja quasi im Himmel. Also wir waren erst in der Unterwelt, dann auf dem Boden der Tatsachen quasi. Und jetzt ja, sind wir im Himmel. Ne? So sieht das hier aus. Entsprechend fröhlich ist auch die Musik. Nichtsdestotrotz sind die ganzen Schergen von Medusa hier auch überall zugange. Und das auch nicht zu knapp, ne? So, ich glaube, auf diesen Wolken dürften wir uns auch nicht ducken. Ah, okay, und die kleinen Fliegen verschwinden, sobald wir das Herz von der Mutterfliege da einsammeln. Ah ne, das ist mir jetzt zu gefährlich da. Ich weiß, wir sind noch nicht sehr weit in dem Level, aber ich will es auch nicht drauf anlegen. Ah ja, und unser alter Freund. Dadurch, dass wir etwas kräftigere Pfeile haben, kann der auch nicht mehr so viele Treffer von uns schlucken. Nichtsdestotrotz nervt er uns mit seinen Gehilfen, aber jetzt haben wir ihm einfach mal seinen scheiß Maul gestopft. So wie es sein muss. Ja, ich hatte ja so zu Anfang mal was angesprochen, dass dieses Spiel einige Gemeinsamkeiten mit Metroid hat. Oh Gott. Nein, sind das... Das sind auch wieder welche von diesen Dieben, oder? Also dem Geräusch zu urteilen, ja, scheiße. Ja, da ist unser Bogen weg. Ja gut, okay, müssen wir jetzt wieder mit der normalen Reichweite leben. So beglückt einen das Leben selbst quasi dann manchmal, ne? Naja. Was ist hier? Das wäre ein Power-Up-Raum und wir haben nicht genug. Das ist scheiße.
Und das sieht aus wie das Ende des Levels. Das ist das Ende des Levels. Okay. Kurzes Level. Aber soll mir recht sein, sind wir schon im zweiten von Welt Nummer 3. Ich glaube, hier dürften wir dann auf diese Metroid-Gemeinsamkeit dann treffen. Oder es ist in dem Level danach. Die meisten werden es wahrscheinlich dann eh wissen. Aber ich werde es nochmal noch nicht verraten, für die, die es möglicherweise noch nicht wissen. Das hier sind auch echt beschissene Plattformstellen, die einmal so richtig schön den Tag versüßen. Da wäre jetzt echt so die erhöhte Reichweite von Vorteil gewesen. Der scheiß Grim Reaper will auch einfach nicht sterben. Und wir dürfen noch eine Runde fahren. Und da war zum Glück unten noch ein kleines Stück vom Boden, was uns da vorbewahrt hat, dass wir jetzt da in diese Grube fallen. Okay, und können auch jetzt... Also diese Plattformen haben eine ganz eigenartige Hitbox. Das ist ein Trainingsraum. Ich sag einfach mal nein. Und ja, da muss ich nicht viel zu sagen, oder? Zu diesen Gegnern. Tue ich jetzt mal auch nicht. Ich hatte das vorhin schon mehrfach erwähnt. Diese Plattform, wollte ich gerade sagen, die haben eine sehr, sehr eigenartige Kollisionsabfrage. Vorhin sind wir durch eine hindurchgefallen und jetzt standen wir quasi in dem Fuß mit der Plattform drin. Das widerspricht sich beides. Vollkommen blödsinnig, aber naja, so ist das mal. Und sollen wir mal eine Feder kaufen? Ne, wir nehmen Glas Wein. Hatte jetzt überlegt, Feder oder Glas Wein, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob wir hier nochmal eine heiße Quelle kriegen. Von daher, lieber zu viel als zu wenig Lebensenergie, ne? Ne, und ich werde mich nicht auf dieser Wolke ducken. Ich glaube, da hatte ich gerade auch schon gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, durch die würden wir auch hinunterfallen. Und, nee, danke. Also, so etwas, da kann ich gerne drauf verzichten. Wie auch auf diesen schlecht platzierten Sensenmann, der jetzt gerade mal das Spiel zum Erstarren bringt. Und wir lassen ihn einfach mal stehen. Ja, und nein, fuck. Ach, leck mich am Arsch, ey. Ich wollte gerade eigentlich sagen, diese Plattformen, die ihr da gerade gesehen habt, die sehen so aus, als hätte man sie aus Norfair geklaut, vom NES-Metroid. Und dann war die Kacke schon passiert. So ist das Leben dann halt, ne? So ist das Leben halt. Das Leben schreibt die Lektionen. Nach denen lebst du etwa oder du verurteilst sie? Kann man das so zusammenfassen? In diesem Spiel irgendwie schon, finde ich. Im realen Leben sind vielleicht noch ein paar mehr Schichten da. Was das Zusammenfassen so einer Situation angeht. Naja, so, da ist jetzt wieder unsere spaßige Plattform, durch die wir irgendwie hier so hindurchspringen konnten. So. Und da sind unsere Freunde. Gerade am Überlegen. Das war ja ein Shop, der hier drin war. Ah ne, das war der Trainingsraum. Ne, habe ich jetzt irgendwie auch keinen Bock drauf. Klar wäre schön,
einen so einen Schatz zu haben. Wenn du danach nur noch 5 Sekunden zu leben hast, dann ist das irgendwo auch nicht wert.